Ich weiß schon gar nicht mehr, was macht. Oh, Körperkraft runter. Das ist dann natürlich nicht ganz so schön. Das Problem ist, wir haben niemand mit Heilkunde Gift. Ich mach das schon. Na gut, damit müssen die beiden jetzt mal leben. Mit verringerter Körperkraft. Weil ich glaube, den Gulmonte. Ne, kann ich nicht so einfach benutzen. Ah, mittlere Maustaste. So wirft man Sachen raus. Folgt mir. Gut zu wissen. Alle mal hergehört. Nee, niemand hat Heilkunde Gift. Gute Entscheidung. Kommt wieder eine? Ja, es kommt wieder eine. Die Sache in die Hand. Mehrere sogar. Candidus. Okay, das sind diesmal viele. Vorax, starr! Zum Angriff! Bei meiner Axt! Alle mal hergehört! So, du heißt am besten Marulana, die sieht nämlich gar nicht gut aus. Gut. Okay. Jetzt hat Marulana echt was zu tun. Ich mach das schon. In Ordnung. Thank you.
Moment, ich glaube, ich kann sie einfach gleich von Anfang an häuten und krieg dann eh den Schwanz mit, weil ich gerade richtig gesehen habe. So, das waren die ganzen Wolfsratten hier. Oh, das sind normale Wolfsratten. Achso, das waren auch alles normale Wolfsratten. Oh, was ich ganz vergessen habe. Du kannst jetzt ja theoretisch, genau, einen weiteren Punkt in Schwerter kriegen. Und vielleicht auch hier in falschen bessere Punkte. Feinde Schärfen bist du immer noch auf Maximum, ne? Okay. So, dann zerlegen wir mal hier die Wolfsratten. So, gut. Hier geht's nicht weiter. Hier ist eingestürzt. Und ja, hier sind wir aus der Höhle raus. Mal wieder Kanäle. Rostige Nägel aus dem Fass. Ansonsten steht hier kein Fass. Und da vorne müsste wieder Warwash sein, genau. In dem Zwischenlager. Da seid ihr ja. Ha, ha? Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Diese Höhlen sind sehr groß. Sagt mir Bescheid, wenn ihr was braucht. Ja. Was gegen die Ratten könnte ich gebrauchen? Und zeig mal, was ihr habt. Ah, ja. Fackeln und Verbände. Oh, Silbertaler, Bärenfalle. Nehme ich alles gerne mit. Eigentlich nochmal der Auftragszettel. Achso, das mit den Amöven-Sporen. Ich speichere hier mal sicherheitshalber und dadurch komme ich mal wieder ins Menü, okay. Hm. Ja, Ebene 2 und Ebene 3.
Ja, mal gucken, was uns hier unten erwartet. Noch mehr graue Wolfsratten auf jeden Fall. Oh, eine ganze Horde. Ich mach das schon. Für die Königin. Für Rondra. Attacke. Arquatsch. Amazone voraus. Aufgepasst. Das bin ich. Phorax, unterwegs. Du solltest eigentlich nicht so weit vorne stehen, Gladys. Na, die Wolfsratten haben ein höheres Level, sonst würden wir keine Erfahrungspunkte mehr kriegen durch sie. Also was, ich sage immer Erfahrungspunkte, auch wenn es Abenteurer und Steigerungspunkte sind, aber das ist halt so das Typische zu sagen, Erfahrungspunkte. Gut, der Wundbrand ist etwas nervig. Aber da wir den hier unten ja jederzeit kriegen könnten durch die Ratten, ist es okay, wenn wir ihn mit uns rumschleppen. Das hier ist zum Glück nicht die Nordrand-Trilogie, wo uns der leichte Wundbrand irgendwann umbringen könnte, weil er zu schwerem Wundbrand wird. Ich versuche mein Bestes. Ich nehme die Sache in die Zum Hand. Zum Angriff. Candidus. Kurkum. Ein Zwerg, ein Wort. Bei Angriff. Zum Glück ist das bin ich. Drackensang nicht so ein Spiel, wo sie immer als erstes auf die Magier losgehen, die Gegner. Egal wie intelligent sie sind. Gute Entscheidung. Wie gesagt, ich nehme alles mit, was ich kriege, weil entweder man kann es zu Geld machen oder wir brauchen es noch. Also ich glaube, einen Teil der Lederbänder werde ich einfach mal verkaufen und der sehnen. Ich hätte auf jeden Fall gern das Rezept für den Schild und für die bessere Armbrust. Kriege ich, glaube ich, beides in der Grafenstadt. Könnte ich mir dann auch irgendwann mal meinem Geld gönnen. So. Weiter geht's. Lass das mal Vorgrimm machen. Für Ardo. Na klar. Ha. Phorax.